Und ich bin so fertig, ich schreibe morgen und übermorgen 2 LK-Fächer 6 Stunden lang. Ich krieg gar nichts hin. Abi-Vorbereitung Deluxe. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag und übermorgen schreibe ich meine erste Abi-Prüfung. Und in 4 Tagen dann direkt die nächste. Und nächste Woche die nächsten 2. Aber übermorgen ist Chemie und vor Chemie habe ich am meisten Angst. Ich habe jetzt die gesamte letzte Woche nur 2-mal gelernt. Aber seit gestern habe ich so eine innere Unruhe, also die ich halt nicht wirklich beeinflussen kann. Ich nehme dich jetzt einfach mal auf meinem Endspurt mit, wie ich jetzt richtig heftig nochmal lerne und wie ich die letzten 2 Tage so verbringe. Ich muss jetzt zur Schule fahren, denn ich muss meinen Taschenrechner abgeben. Die müssen den nämlich resetten und danach muss ich zur Apotheke und zu unserem alten Haus fahren. Bei der Apotheke hole ich mir solche Tropfen, das sind so natürliche Beruhigungstropfen. Die hat mir eine Zuschauerin empfohlen und ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde, aber ich gucke sie mir jetzt erstmal an. Ich habe schon ein Abi-Video gemacht, wie ich mich die letzten 2 Wochen vorbereitet habe. Also, ich wollte dir noch was zeigen. Ich gehe ja im Moment sehr gerne joggen, seit 2 Monaten ungefähr, und ich habe mir neue Laufschuhe bestellt. Sozusagen als Belohnung fürs Chemie-Abi. Look how pretty. Ich freue mich schon ziemlich auf Mittwoch, weil ich dann wahrscheinlich nach meiner Abi-Prüfung joggen gehen werde mit meinen neuen Schuhen. Okay, ich bin ja in der Schule und habe meinen Taschenrechner abgegeben. Und meine Chemielehrerin hat mir gerade so eine Ruhe gegeben. Das war voll lieb. Also ich bin jetzt richtig ruhig. Und ich werde jetzt später ruhig dran gehen, ein paar Aufgaben machen. Vielleicht auch Aufgaben machen, die ich schwerer finde. So, die ganzen letzten Abi-Aufgaben habe ich halt voll gut hingekriegt. Aber es könnte halt wirklich eine schwere Aufgabe drankommen, dann wäre ich fertig. Okay, ein kleiner Apothekenhaul. Ich habe mir zum einen mein Waschgel von CeraVe nachgekauft. Das gibt es ja übel selten. Also bei mir in der Apotheke gibt es das zum Glück erst seit ein paar Wochen. Aber sonst gibt es das halt auch im Internet richtig selten. Ich habe das auch für meinen Bruder gekauft, als kleine Überraschung, weil er nicht genau weiß, wie er mit seiner Haut umgehen soll. Und das hilft mir halt mega gut. Außerdem habe ich mir Rescue-Tropfen gekauft. Die gibt es auch als Gummibärchen und als Pastillen. Und zwar sind das so Beruhigungstropfen. Ich werde die heute schon ausprobieren, auch heute Abend zum Einschlafen. Denn wenn ich die erst vor der Prüfung ausprobiere, weiß ich ja nicht, wie ich darauf reagiere. Und am Ende macht die mir alles kaputt so. Aber mir haben schon richtig viele geschrieben, dass sie das zu Panikattacken nehmen. Und dass es halt einfach so ein wirkliches Heilmittel ist. Momentan bin ich halt so, ich mache mich nicht selber verrückt, so ich weiß, dass ich das hinkriegen werde und ich weiß, dass es alles halb so wild ist. Es ist eine ganz normale Klausur, ich bin gut vorbereitet. Aber mein Körper macht sich selbst nervös. Also es sind nicht meine Gedanken aktiv, sondern es ist alles so ein bisschen passiv. Okay, es ist 10 Uhr, nevermind, ich lerne jetzt doch noch nicht. Beziehungsweise mein bester Freund hat mir gerade geschrieben, wir mussten ja unsere Taschenrechner in der Schule abgeben und er ist jetzt auf dem Weg zu mir, weil wir zusammen lernen. Er ist im Chemie-LK. See you later, Alligator. Hola. Ich bin jetzt gerade Gassi und es ist so schönes Wetter. Ich will unbedingt laufen gehen. Aber eigentlich habe ich gesagt, dass ich mir meinen Beinen mal Pause gebe. Vielleicht mache ich einen Workout oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall war mein bester Freund jetzt da. Wir haben Waffeln gemacht und dabei Chemie gelernt. Und ich bin so entspannt. Ich weiß nicht, ob es an den Tropfen liegt oder an meinem besten Freund so. Aber ich bin jetzt voll entspannt und bin voll der Meinung, dass ich das gut hinkriege, so. Hola! Ich ziehe mich jetzt um. Es ist nämlich 15 Uhr und ich dachte mir, ich mache jetzt ein Booty-Workout draußen. Booty-Bein-Workout. Ich würde so gern joggen gehen, aber meine Beine schon immer noch weh. Und ich habe mir geschworen, dass ich mich nicht überlassen werde. Alle meine Freunde, die heute Abi geschrieben haben, meinten, dass es mega entspannt war und einfacher war als die Vor-Abi-Klausur. Bin ich jetzt noch entspannter als vorher. Ich habe keine Ahnung, was an den Tropfen liegt und was an den ganzen anderen Einflüssen, aber ich bin entspannt. Ich mache jetzt mal nach Zahlen. Einfach, weil ich gut gelernt habe. Ich bin gut vorbereitet. Ich mache doch keinen Workout, vielleicht später. Ich bin fertig mit Malen. Ich habe mir jetzt Sportsachen angezogen. Ich wollte hier eigentlich einen Booty-Workout machen oder irgendeinen Workout. Aber ich habe jetzt meine Freundin gefragt, meine beste Freundin, ob wir zusammen Inline-Skaten gehen. Das ist mehr Menschenkontakt, als ich die letzten Wochen hatte, so. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Wir gehen zusammen Inline-Skaten. Das haben wir früher so oft gemacht. Ich wollte heute eigentlich noch ein Video drehen. Ich wollte noch Sport machen. Ich wollte noch
mein Video schneiden. Mein Zimmer freue mich heute noch mega viel machen, aber ich habe gar nicht mehr so viel geschafft, weil ich 2 Stunden gemalt habe. Abi-Vorbereitung Deluxe. Also ich habe gestern auch irgendwie 2 Stunden gepuzzelt. Jan und ich waren jetzt einkaufen und ich koche jetzt, beziehungsweise tue ich so. Auf, ist das Nutella oder die Sahne? Das sind die Sahne hier, Dinger. Ich weiß nicht. Oh Gott, das ist zu geil. Ich hab so Hunger. Jan, du kannst nicht einfach alles essen. Ich brauche noch einen Sahnehering. Dann wäre ich fertig. Okay, ich habe es gekocht. Ich habe uns Poke Bowls gemacht. Das sind so hawaiianische Bowls. Und da ist unten Reis drin. Und dann kann man oben Gemüse drauf machen. Ich nehme immer Paprika, Gurke, Avocado und Edamame. Und dann habe ich noch Lachs drüber und Croutons. Aber ich benutze nicht oft Lachs. Also ich habe auch nur ganz, ganz wenig Lachs gerade. Delicious. Ich schreibe morgen Abi. Ich sitze gerade draußen in der Sonne im Bikini und mache mal nach Zahlen. Ich bin gerade Gassi und ich möchte auch nicht, dass Neid aufkommt, aber ich möchte dir einmal mein Outfit zeigen. Hallo. Ich habe den ganzen Vormittag nur gechillt und ich habe mich gesonnt und Pizza gegessen und Obst. Und ich will jetzt mein Zimmer aufräumen und danach will ich mich schminken. Mein Zimmer sieht absolut schlimm aus, also ich brauche bestimmt eine Stunde. Danach will ich mich schminken und dann gehe ich zu Rewe und kaufe mir Snacks, weil ich habe bei jeder Klausur immer so Essen mitgebracht, so Smoothie, Nussriegel, Nüsse, einfach so kleine Sachen zum Snacken. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen so viel Zeit haben werde. Ich schreibe morgen nämlich schon meine erste Abi-Prüfung. Das letzte Mal bei meinem Vorabi in Deutsch, ich hatte 6 Stunden Zeit und nach 3,5 Stunden habe ich abgegeben und bin dann im Raum eingeschlafen, weil ich noch so viel Zeit hatte und ich war so müde. Und also ich habe gar keine Angst oder so, ich bin auch null nervös, ich bin voll gut vorbereitet, ich schaue mir später nochmal alles an. Es ist so ein schöner Tag, vielleicht gehe ich auch noch laufen, vielleicht soll ich das vorher machen. Ich sehe echt fertig aus, aber mir geht's blendend. Ich würde sagen, wir machen diesen sehr unordentlichen Schreibtisch zuerst und dann melde ich mich danach. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, und stopp. Innerhalb von 5 Minuten, aber ich muss noch das hier wegwischen mit einem Lappen. Okay, das Bett. 3, 2, 1. Beautiful. Also sieht nicht schön aus, aber es ist gemacht. Jetzt kommen wir zur schlimmsten Ecke. Ich würde sagen, da stelle ich mir auch mal einen Timer. Ich weiß, dass es ewig dauern wird. Und ich mache mir dabei Musik an. Ja, wo ist mein Timer? 12 Minuten 30. Ja, hör mal, um zu schreien. Ich bin jetzt fertig geschminkt. Relativ natürlich. So. Warum schreit er so? Ich will aber gar nicht alleine losfahren und mein Bruder kommt eh nicht mit, weil er gerade zockt. Ich hole mir jetzt Wasser und dann lerne ich nochmal für eine halbe Stunde. Aber ich schaue mir eigentlich nur nochmal alles an und gucke, damit ich mir das nochmal in so einen Kopf rufe. Okay, wir haben gerade gegessen. Ich stelle mich mal hier hin. Look at my clean room. Ich gehe jetzt joggen. Ich dachte mir so, nein, ich gehe nicht joggen, bis ich so die erste Prüfung rum habe. Aber ich habe so Lust. Ich habe zwar gerade erst gegessen, also vor einer Stunde. Aber ich gehe jetzt im Sonnenuntergang joggen. Ich habe mir ja meine Laufschuhe als Belohnung für die Abi-Prüfungen bestellt. Aber ich meine, ich habe mich so gut vorbereitet, ich verdiene jetzt schon. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schlafen gehe, nee, was? Und ich dachte mir, wenn ich jetzt joggen gehe, dann kann ich heute Nacht viel besser schlafen, weil ich dann nicht nur mental, sondern auch körperlich ausgelastet bin. Meine neuen Babys. Let's go. Hey, das ist übrigens mein Jogging-Outfit. Also ich habe diesen Anzug hier an, aber der ist halt so ein bisschen zu knapp und ich laufe halt durch den Park so. Da sind voll viele Menschen. Und deshalb ziehe ich immer noch nur eine Jacke oder einen riesigen Hoodie drüber. Einfach nur, weil es komische Menschen gibt. Let's go! Ich freue mich so. With my new shoes. Yay! Ich sehe aus wie eine Tomate. Es war so schön. Es war einfach nur mega schön. Hey Montine, mein kleiner Lieblingsköder. Er war auch schon laufen. Nochmal. Wo ist das? Nein! Aus! Ab! Und Timmy!
Oh, Titty, wir müssen feine Beine with a liney Titty. Ich war halt joggen. Falls du mich auf Instagram verfolgst, ich habe sogar ein Highlight, wo ich alle meine Jogging-Fortschritte geteilt habe. Also wirklich alle, seitdem ich vor 2 Monaten angefangen habe zu joggen. Ich bin heute das 4. Mal in den letzten 2 Monaten 5 Kilometer gelaufen, worauf ich sehr stolz bin, weil ich sonst meistens eher so 3 jogge oder 4. Danach habe ich mich noch gedehnt und ich bin einfach mega happy. Und morgen geht es dann einfach los. Ich freue mich einfach so, weil morgen ist die schwierigste Prüfung dann für mich rum. Ich bin jetzt noch nicht mehr zur Rewe gefahren, aber ich habe mich abgeschminkt und es ist jetzt 9:15 und ich gehe jetzt demnächst auch schlafen. Ich bin sogar echt müde, einfach weil ich auch joggen war. Ich nehme jetzt Nahrungsergänzungsmittel, was beim Schlafen hilft. Ich benutze das hier. Davon nehme ich 2 von diesen Kapseln. Die habe ich seit einem halben oder seit einem ganzen Jahr, weil ich manchmal ziemliche Schlafprobleme habe und dann so sehr viel nachdenke nachts. Es ist 7:15 und ich muss 7:20 los, weil wir 7:20 da sein müssen. Ich freue mich gerade einfach so, weil also ich hoffe und ich denke, dass ich gut vorbereitet bin. Ich habe von meinen Eltern zu meinem 18. Geburtstag eine goldene Kette bekommen. Und sie meinen, das ist für besondere Anlässe, wenn ich gerade Glück brauche oder wenn ich einfach dieses Herz brauche. Look how pretty. Übrigens, mein Mitschüler und ich schreiben einfach alleine in einem extra Raum. Also es gibt den Chemieleistungskurs und es gibt uns beide. Wir schreiben einfach in einem extra Raum. Unnötigerweise. Okay, ich sitze in meinem Auto, keiner kann mich hören. Oh mein Gott, das ist einfach so. Oh, ich zitter am ganzen Körper gerade. Aber ich glaube, es liegt eher darin, weil dieser Raum arschkalt war. Ich habe Chemie geschrieben, so das, vor dem ich so krass Angst hatte die letzten 2 Jahre. Es ist so verrückt, es ist so verrückt. Okay, ich kann euch später erzählen, wie es genau war, aber ich kann erstmal sagen, ich habe alle Aufgaben gelöst und ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also kein so, oh mein Gott, es war so gut, aber es war, also ich denke schon, dass ich die Note kriege, die ich mir erhoffe. Also ich hoffe es halt. Und ich bin einfach nur so erleichtert, so. Ja, ich war nicht so. Okay, Sitzzeit. So Gott. Prüfung 2 ist fertig. Ich habe heute meine erste LK-Klausur geschrieben, nämlich Englisch-LK. Und also es war ganz gut. So, es war eine Aufgabe, die fand ich richtig kacke. Also ich hatte auch kein Wörterbuch dabei und ich war die ganze Zeit so, warum sind da so viele dumme Wörter so? Ich fand es echt kacke. Aber so der letzte Teil, der auch 50% oder 55% ist, ich glaube, den habe ich richtig gut hingekriegt. Ich hatte jetzt noch 40 Minuten Zeit. Ich gebe irgendwie immer früher ab, aber ich glaube, das ist normal so. Ich war so müde. Ich hatte heute Nacht einfach so 3 Albträume und die waren richtig schlimm. Also ich habe richtig gezittert, als ich aufgewacht bin. Und generell, ich habe einfach so schlecht geschlafen. Ich war so müde heute Morgen und ich hatte einfach gar keinen Bock. Aber ich hatte richtig nice Snacks mit und die habe ich alle aufgegessen. Hello and good morning. Es ist Montag, eine neue Woche hat angefangen. Ich habe mich letzte Woche kaum noch gemeldet, weil ich einfach mich nicht mehr auf die Schule konzentriert habe. So. Und ich schreibe diese Woche meine letzten 2 Abi-Prüfungen, beziehungsweise habe ich da noch Mathe. Aber das ist erst in irgendwie 3 Wochen. Hello, es ist Mittwoch, long time no see. Ich stehe gerade vor meiner Steuerberaterin und habe was abgegeben. Und ich bin so fertig, ich schreibe morgen und übermorgen 2 LK-Fächer, 6 Stunden lang. Und sagen wir es mal so, ich habe die heftigsten Periodenschmerzen ever. Also es sind 17 Grad draußen und ich wollte heute eigentlich richtig lange joggen, also so 8 Kilometer. Aber ich bin einfach in Pain. Also es ist echt. Ich habe auch so heute nichts gemacht, gestern auch nicht wirklich was, weil ich solche Schmerzen habe. Ich muss jetzt noch was für meine Mama erledigen und ich fahre jetzt zu Rewe und hole mir wieder mega viele Snacks. Ich habe euch letztes Mal bei meiner LK-Klausur bei Englisch gar nicht gezeigt, was ich für Snacks hatte. Ich hatte so nice Snacks. Ich hatte, glaube ich, einfach alles. Es war ein Paradies. See you later, Alligator. Aber die Sitzhaltung beim Autofahren ist das Beste. Hello, mein Bruder und ich fahren in einer halben Stunde zu seinem Corona, zu der Corona-Impfung. Er hat ja eine Autoimmunkrankheit und deshalb... Okay, bevor ich meine Hunde unterbrochen habe. Ich wollte gerade Erdkunde lernen, aber ich saß die ganze Zeit draußen in der Sonne, weil es 13 Grad sind und ich dachte mir so... Sonne ist mal da, Bikini raus.
Ich habe immer noch heftige Bauchschmerzen, aber ich habe Flammkuchen gegessen und Schmerztabletten genommen und jetzt geht es mir besser. Yes, und jetzt werde ich mir ein paar Erdkunde-Lernzettel von anderen durchlesen. Ihr kennt ja schon den Salat, ich mache die Lernzettel nicht selber, sondern lese die mir von anderen durch. Und dann impfen wir meinen Bruder. I'm very excited. Mein Bruder ist ja der Grund, warum ich die letzten Monate und das letzte Jahr überhaupt nicht so rausgegangen bin, weil ich voll Angst hatte, dass ich ihn anstecke, weil das sein Ende gewesen wäre sozusagen. Und der ist dann bald geimpft. Never mind. Ich gehe jetzt doch nicht, ich lerne jetzt doch nicht, sondern ich hole mir jetzt meinen Malen nach Zahlen, mit dem ich fast fertig bin. Und dann gehe ich draußen, ich ziehe mir eine kurze Hose an, glaube ich. Und dann gehe ich nach draußen auf eine Yogamatte und mal noch, weil ich habe noch 40 Minuten Zeit und ich glaube, ich nutze die. Ab 15 Uhr soll es nämlich schlechtes Wetter werden und in den nächsten 10 Tagen soll es regnen. Also, nice. Jetzt seitlich. Oh, ich war rückwärts. Ja, du musst reden. Was machen wir jetzt? Warte. Du musst sagen, wo ich hin muss. Hä? Du musst sagen, wo ich hin muss. Zu impfen. Ja, aber die Straße, du musst mir die Dings eingehen. Ja, ich sehe so groß, ne? Oh, Gas, 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 Gas. Man sieht das gar nicht. Let's try. Ich war gerade laufen. Ich habe 6 Kilometer geschafft. Ich habe, glaube ich, das zweite Mal erst 6 Kilometer geschafft. Ich hatte eigentlich heute vor, irgendwie 7 oder 8 Kilometer zu laufen, weil ich mich mal steigern wollte. Aber ich hatte die ganze Zeit Seitenstechen. Ich hatte ja auch heute den ganzen Tag Unterleibsschmerzen und Rückenschmerzen. Love being a woman. Aber ich hatte von Anfang an, also wirklich vom ersten Meter, hatte ich Seitenstechen. Und es wurde auch nicht besser. Ich sollte jetzt auch nochmal irgendwann anfangen, Erdkunde zu lernen. Wie gesagt, weil ich mein Abi schreibe. Es ist jetzt irgendwie 18 Uhr. Mein Bruder wurde gegen Corona geimpft. Hello. Es ist mittlerweile 9:45 und ich fange jetzt an zu lernen. Ich habe wirklich die ganze Zeit prokrastiniert. Also richtig schlimm. So, ich war auf TikTok, ich war auf Instagram, ich habe YouTube geguckt, ich habe alles gemacht, nur nicht gelernt. Ich gucke mir jetzt meine alten Lernzettel an für meine Klausur in 12.1. Das ist schon so lange her. Das ist einfach in ein paar Monaten vor 2 Jahren gewesen. So. Mein Ziel für Erdkunde sind 11 Punkte in der Klausur. Jetzt habe ich es verraten, jetzt wird es eh nicht wahr. 12 Minuten später, ich bin fertig mit Lernen. Ich wusste gar nicht, dass ich so gute Lernzettel hatte. Also wir haben 3 große Themen. Und unser Lehrer hat uns eigentlich schon gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass das dritte Thema rauskommt, weil das so voll während Corona war. Und wir hatten einen Lehrerwechsel, weil unsere Lehrerin in Rente gegangen ist und wir einen neuen Lehrer bekommen haben. Und irgendwie keiner von uns kennt dieses Thema wirklich. Also erfolgreiches Lernen, jetzt schaue ich weiter. YouTube. Hallo Freunde. Ich habe mich gerade schon auf Corona getestet. Ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr, aber ich habe es trotzdem gemacht. Jetzt schminke ich mich. Ich habe solche Schmerzen. Mein Rücken tut so weh. Ich muss eigentlich erstmal runtergehen und gucken, ob irgendwas dagegen hilft. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich habe nicht so das Gefühl, dass ich super gut vorbereitet bin. Logischerweise. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass super viel schief laufen kann. See you later. Rette von 5 Abi-Klausuren. Let's go. Da ist mein Papa. Hi, Papa. Okay, als erstes muss ich jetzt One Direction Musik anmachen. Oder irgendwelche andere Musik, die mich glücklich macht. See you later, Alligator. I did it. Okay, wir hatten 5 Stunden Zeit, also bis 13 Uhr. 300 Minuten halt. Und es ist 11:30 Uhr. Es ist 11.30 Uhr und ich habe gerade abgegeben. Und ich dachte mir so, Jackie, du hast noch 1,5 Stunden. Warum gibst du schon ab? Ich bin immer so ein Frühabgeber, weil ich habe dann so eine Aufgabe. Also ich habe erstmal ein gutes Gefühl so. Also es werden keine 15 Punkte, glaube ich, aber ich hoffe halt auf meine 10, vielleicht sogar 11. Aber es kann auch sein, dass ich komplett in die falsche Richtung gegangen bin. Ach, und übrigens, ich habe gestern erzählt, dass es nur 2 von 3 Themen drankommen. Nix da. Es kam das dritte Thema dran, was ich mir nicht mal angeguckt habe. Aber ich fand es auch ganz cool, aber es war mir zu langweilig. Und ich habe keine Ahnung, wie Erdbeben entstehen. Ich habe mir da irgendwas aus dem Atlas zusammengereimt. Aber ich glaube, das funktioniert so. Ich bin einfach nur happy, so. Ich bin fertig.
3 von 5. Beziehungsweise 3 von 4 schriftlichen und noch eine mündliche. Morgen ist die letzte. Oh, die wird so schlimm. Ich will nicht. Hello. Es ist mittlerweile 15 Uhr und ich habe hier meinen Deutschordner vor mir liegen. Das ist der ganze Stoff. Ich habe noch gar nichts für Deutsch gelernt. Also in den letzten 2 Wochen, in denen ich halt für meine anderen Fächer gelernt habe, habe ich nichts für Deutsch gemacht. Für Erdkunde habe ich ja gestern 10 Minuten gelernt. Ich habe nichts davon gebraucht. Über das eine Thema, das ich nicht gewählt habe, habe ich sogar mein Referat gehalten, aber das habe ich dann ja nicht gewählt. Und das andere Thema konnte man sich so aus den Quellen zusammenstellen. So. Also ich habe von 15 bis 15.30 Uhr mir was angeguckt. Aber das ist einfach nur ein Thema von irgendwie 6 Stück. Danach habe ich mal nach Zahlen gemacht. Und jetzt gucke ich es mir noch mal eine halbe Stunde an. Ich habe halt einfach so gar keine Energie und ich bin einfach nur so richtig so fertig. Ich habe einfach gar keine so Kraft gerade. Was auch an den Tagen liegt. Aber ich will einfach, nein. Ich krieg gar nichts hin. Heute war einfach ein Kacktag. Kann man gar nicht anders sagen. So, ich hatte voll den Mental Breakdown, weil ich so heftige Schmerzen habe und weil ich nichts hingekriegt habe. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schnell duschen. Es ist kurz vor 9 oder so und dann nehme ich meine Nahrungsergänzungsmittel zum Schlafen. Und dann hoffe ich einfach aufs Beste, so, dass morgen eine gute Klausur drankommt, weil wenn ein gewisses Thema drankommt, bin ich... Hallo, Friends. Es ist Freitag und ich schreibe heute meine letzte Abi-Prüfung, meine schriftliche. Bisher war die Abi-Prüfung alle nicht schlimm, aber vor der heute habe ich echt Angst. So Gedichte, Kommentare, ja. Informierende Texte, ja. Kann ich alles super schreiben. Aber Gedichte, naja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Ich bin heute mit relativ viel Energie aufgewacht, weil ich gestern schon um 21 Uhr im Bett lag. Ich habe hier ein cutes Outfit an, einen blauen Pulli und meine lila Jogginghose. Okay, ich darf einfach nicht zu viel drüber nachdenken, das wird schon. Es ist 12.30 Uhr und ich bin dann. Ich weiß nicht, warum ich immer so früh abgebe. Also wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Es gab 3 Vorschläge. Einmal eine Gedichtsinterpretation, ich habe euch gesagt, das mache ich nicht. Und dann gab es noch was, worauf ich keine Lust hatte und deshalb habe ich so etwas genommen, bei dem ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob ich es richtig gemacht habe. Ich habe auch gar keine Einschätzung, wie viele Punkte es sein könnten. Ich würde jetzt sagen 9. Weil ich habe kein schlechtes Gefühl so, aber ich bin Tiefstapler. Ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause mit offenen Fenstern, weil es irgendwie arschwarm hier drin ist und die Sonne scheint, obwohl ich die ganze Zeit dachte, dass es die ganze Woche nur regnen soll. Maybe gehe ich laufen. Das wäre toll. Okay, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Uff, ich brauche Luft und Musik. Ich wollte einmal eine kleine Zusammenfassung geben, falls es jemanden interessiert. Ich werde noch ein Video zum Thema Tipps fürs Abi und so weiter drehen. Aber ich wollte einfach mal sagen, dass die Abi-Klausurenphase um einiges leichter war als Klausurenphasen in der 12. und 13. Klasse. Also ich fand, dass man halt wusste, worauf man sich einlässt und man wusste, dass man sich darauf vorbereiten kann, wochenlang sozusagen. Und man wusste auch schon, welche Themen ungefähr drankommen, weil es ja in jedem Bundesland zu jedem Thema ein Kerncurriculum gibt, also ein KC. Und deshalb fand ich einfach, dass es viel geplanter war als andere Klausuren und dass man halt alles schon mal gemacht hat oder geübt hat oder so. Und deshalb war es auch mega entspannt. Also kein Stress an alle. Ich bin immer noch der Meinung, dass man nicht sich, dass alles nur so stressig ist, wie man es sich selbst macht. Und ich weiß, dass man immer selbst an sich die höchsten Anforderungen hat. Ich habe ja auch gesagt, dass ich in Erdkunde 11 Punkte ansteuere, in Englisch 14, was nicht passieren wird, weil die Klausur nicht gut war. Und das sind so meine persönlichen Ansprüche, aber manche Freunde von mir sagen so, Hauptsache bestehen, andere sagen, ein Punkt reicht mir. So, deshalb, jeder hat verschiedene Ansprüche und das ist auch okay so. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann habe ich, glaube ich, schon meine mündliche Prüfung hinter mir. Tschüss!